Ja, es ist wieder Zeit, genau für so ein Video. Als ich heute Morgen aufgewacht bin und meine Wetter-App gecheckt habe, habe ich mir so gedacht, mein Hering jodelt. 24 Grad in Leipzig, der Klimawandel ist real, also muss ich hier weg. Es ist einfach viel zu warm. Und deshalb haben sich mein kleines Baby und ich gedacht, wir hauen mal dahin, wo es keine Deutschen gibt und ja, wo es ein bisschen kühler ist. Also Film ab, los. Ihr wollt wissen, was es hier auf Prison Island so zu erleben gibt? Ja, dann abonniert doch mal den Kanal, aktiviert die Glocke, damit ihr mein nächstes Video definitiv nicht verpasst. Also bis gleich. Wir haben eben die Freigabe zur Landung erhalten. So, guten Morgen aus Äthiopien. Addis Abeba International. Gate Alpha 11 bringt uns gleich in den neuen A350-900 über Kilimanjaro endlich nach Sansibar. Also bis gleich. Wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen zu einem neuen Vlog hier endlich aus Sansibar. Wir sind jetzt in dem Tanzanai Beach Resort. Ja, die Anreise war ein bisschen holprig hier ins Tanzanai Beach Resort. Das lag daran, dass das eine Zimmer noch nicht fertig war. Das andere hatte keinen richtigen Verschluss, so dass man die Balkontür abschließen kann. Und das war mir natürlich wichtig, weil ich ja sehr viel Kamera-Equipment und all so ein Stuff dabei hatte. Aber kein Problem, wir haben weiße Strände, türkisblaues Wasser, 14 Tage hier auf der Insel. Um uns gleich einen Überblick über die Insel zu verschaffen, habe ich natürlich hier gleich die Kamera am Start. Wir haben die Drohne am Start und damit gehen wir jetzt erstmal in die Luft. Herzlich willkommen vom Strand von Nungwi. Wir sind jetzt auf der Westseite so gesagt. Und ja, hier sind Kühe am Strand. Und ich habe mir sagen lassen, dass so eine Kuh ist eigentlich viel zu teuer. Viel zu teuer für die Leute hier. Und was der Staat, also Tansania, macht, ist, die geben denen einen Kredit für eine Kuh. Und kaufen sich davon eine Kuh. Die bringt dann Milch, die bringt Fleisch am Ende. Und ja, so nehmen die sich einen Kredit für 5-6 Kühe und ja, die chillen hier einfach am Strand. So, nach einem kurzen Mittagessen, das 41 Schillinge gekostet hat, also umgerechnet so. Ja, 20 Euro für 3 Cola und 2 Salate. So, jetzt werden wir mal ins Zentrum zurückfahren und mal gucken, was es da so auf den ganzen Märkten zu sehen gibt. Also, los geht's. Thank you.
Morgen und herzlich willkommen zu Tag 2 hier auf Sansibar. Heute gucken wir uns mal die Schildkröten an. Die Schildkröten in der Aufzuchtstation werden von lokalen Fischern dorthin gebracht. Also natürlich die Schildkröten, die irgendwie beim Angeln verletzt wurden oder nicht mehr ordentlich schwimmen konnten, werden zu dieser Aufzuchtstation gebracht und dort kann man sich die angucken, mit denen schwimmen und natürlich füttern. Das kostet $10 und das gucken wir uns jetzt mal an. Also kommt mal mit. Can't I just die here on the beach? My fingers in the sand and the water at my feet. Can I just get some release? Yeah, everybody falls off the tippy of they tall talk. Don't come and talk to me. I ain't trying to see fear reflections in my rear view. Deflectors in my purview coming after me. Got some issues with my worldview. I'm ironing out the kinks. I ain't trying to be king. Crowns ain't the way to bring love. Soft touch, hard hands lead to backwards endeavors. These mans really think they work can be summed up in a measure. Singing bitch, I'm better. I'm better. I'm better. I'm better. So, nach einem kurzen Mittagessen hier im Heart and Souls Café fahren wir dann auch an den Strand, weiter südlicher und im Osten. Ja, diesmal fährt Marlene, die ist noch nicht Roller gefahren. Mal gucken, wie das aussieht. Ne? Los geht's. A new place, a new home, for a while, let me feel alive. Nothing to hold me back, take my time, just enjoy the ride. A new man passing by. Die Menge Island, genau so wie man sich das vorstellt. Kilometerlange Strände, türkisblaues Wasser und I feel so alive. As I reach out, reach out, reach out, reach out to the sky. I found my way. I was in the dark against it all, but made it through the day. Cause I found my way. In bad times, I know I. Ja, vielen Dank, dass ihr diesen Vlog geguckt habt. Hoffentlich hat euch der gefallen. Wir fahren heute nach Nakupenga Island, Prison Island, auf eine Sandbank, gucken uns Riesenlandschildkröten an und fahren dann noch nach Tsengu Island, um das alte Gefängnis hier von Sansibar zu besichtigen. Also, wenn ihr dabei sein wollt, abonniert diesen Kanal. Aktiviert die Glocke, damit ihr eine Benachrichtigung kommt, wenn ich damit fertig bin und den Vlog hochgeladen habe. Und bis dahin, vielen Dank fürs Anschauen und ciao, ciao. I found my way.